Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass die steigenden Energiepreise viele Menschen belasten, gerade ärmere Haushalte, und das auch vor allem in den folgenden Monaten tun werden, massiv. Und genau, es ist wichtig, auf jeden Fall Menschen mit niedrigem Einkommen zu unterstützen in dieser Zeit und total sinnvoll, aber es ist nicht so sinnvoll, aus meiner Sicht kommunale Gelder per Gießkanne zu verteilen an alle. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Insofern ist unser Änderungsantrag, den wir da vorgelegt haben, richtungsweisend, auch um deutlich zu kommunizieren, für wen diese Unterstützung sein soll. Und wie Sabine Leidig schon gesagt hat, wenn also viele Bürgerinnen, wenn man denen das deutlich kommuniziert, hätte ich auch die große Hoffnung, dass die auch denken, das Geld ist vielleicht nicht für mich bestimmt, wenn ich ein ordentlich gutes Einkommen habe, und überlasse das den anderen, die das eher brauchen, im Sinne einer Solidargemeinschaft. Und auch es ist natürlich wichtig in unserem Änderungsantrag, dass dieser langfristige Nothilfefonds eingerichtet wird, weil das jetzt nicht nur in den nächsten Monaten Thema sein wird, eben mit den Nachzahlungen, sondern auch durchaus länger. Und es kann ja leider aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass solche Einmalzahlungen angerechnet werden für Transferleistungsempfängerinnen. Und insofern bietet die Tischvorlage, die wir heute noch nachgeliefert haben, da einen guten Ausweg aus dieser Misere. Jetzt behauptet der eine das, der andere das. Am Ende im Zweifelsfall wird es vor Gericht geklärt. Aber es wäre natürlich schöner, wenn das gar nicht dazu kommen muss, sondern wir uns in Ruhe zusammensetzen, auch vielleicht über Fraktionen hinweg, und da was finden, was wirklich rechtssicher ist und was dann auch den ärmeren Menschen gerade in Kassel zugutekommt, was ja die Mehrheit von uns, wie ich das aus Ihrem Redebeitrag gehört habe, herausgehört hat, auch wirklich will. Genau. Also muss das EEG noch entsprechend ausgestaltet werden, damit es dann auch wirklich sicher hilft, zumindest ein bisschen. Und darüber hinaus möchte ich noch anmerken, für den Fall, dass das EEG heute beschlossen wird, also ich bin auch gespannt, falls Sie unsere Änderungen jetzt nicht übernehmen wollen, ich bin auch gespannt, ob auch hier die CDU sich entscheidet, ob Sie dann wirklich dieses EEG jetzt so mit der AfD zusammen dann beschließen wollen. Also ich bin gespannt, ich würde Ihnen unsere Änderungsanträge wirklich wärmstens ans Herz legen, weil ich glaube, das geht dann in eine bessere Richtung. Und auch gerade die Tischvorlage, die ja dann leider erst danach abgestimmt wurde, weil die Reihenfolge geändert wurde, um es nochmal wirklich mit Bedacht sich auch zu überlegen, was machen wir da, weil niemand hier will wahrscheinlich kommunale Gelder verschwenden. Und dann wollte ich noch sagen, wenn es wirklich jetzt dazu kommen sollte, dass das eine Mehrheit findet, bin ich gespannt, wie das anscheinend mal an die Haushalte ausgeschaltet wird, so dass es eben nicht als Wahlkampfwerbung für den amtierenden Oberbürgermeister ausgewählt wird. Dankeschön.